Wir können jetzt beginnen mit den Abstimmungen für den heutigen Tag. Ich habe den Gong bereits mehrfach getätigt und darf fragen, ob wir beginnen können oder widerspricht jemand? Nein, dann wollen wir auch jetzt beginnen. Zunächst lasse ich über die Einzelpläne zum Haushaltsgesetz 2021 abstimmen. Danach würden wir vereinbarungsgemäß Tagesordnungspunkt 59, das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht zum Bericht des Datenschutzbeauftragten, abstimmen. Zuletzt lasse ich dann die Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen und die Beschlussempfehlungen ohne Aussprache abstimmen. Ich rufe auf den Einzelplan 01 Hessischer Landtag. Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die CDU, das ist Bündnis 90 die Grünen und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der SPD, DIE LINKE und die Fraktion der AfD. Danke schön. Damit ist der Einzelplan angenommen. Ich komme zu Einzelplan 02, Hessischer Ministerpräsident. Wer stimmt dafür? Das ist die CDU, die Bündnis 90 die Grünen. Ist jemand dagegen? Das ist die AfD, Freien Demokraten. Bitte? Herr Ministerpräsident, wir sind in der Abstimmung ein bisschen schwierig, sonst sehe ich die Abgeordneten nicht bei der Abstimmung. Ich bitte auch um Nachsicht. Nochmal Einzelplan 02. Wer ist für Annahme? Das ist die CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der SPD, DIE LINKE, die AfD und die Freien Demokraten. Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist der Einzelplan 02 angenommen. Wer für die Annahme des Einzelplanes 03 ist, den bitte ich um das Handzeichen CDU und Bündnis 90 die Grünen. Ist jemand dagegen? Das ist die SPD, DIE LINKE, AfD und die Freien Demokraten. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zu Einzelplan 0. Damit ist er angenommen. Kommen wir zu Einzelplan 04. Wer stimmt gegen den Einzelplan? Wer stimmt für den Einzelplan 04? CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist die SPD, die Linke, die AfD und die Freien Demokraten. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Einzelplan 04 angenommen. Ich komme zu Einzelplan 05. Wer stimmt dafür? Das ist die CDU und Bündnis 90 die Grünen. Stimmt jemand dagegen? AfD, Freie Demokraten, DIE LINKE, SPD. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist er angenommen. Einzelplan 06. Wer ist dafür? CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, AfD, Freie Demokraten. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist er angenommen. Einzelplan 07. Wer ist dafür? CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, AfD, Freie Demokraten. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist er angenommen. Einzelplan 08. Wer ist dafür? CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, AfD, Freie Demokraten. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist er angenommen. Einzelplan 09. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, Freie Demokraten, AfD. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist er angenommen. Einzelplan 10. Staatsgerichtshof. Wer stimmt dafür? Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD, DIE LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Stimmt jemand dagegen? Ist nicht der Fall. Damit ist er angenommen. Wir kommen zum Einzelplan 11, Hessischer Rechnungshof. Wer ist dafür? AfD, die Freien Demokraten, CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD und DIE LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Stimmt jemand dagegen? Ist nicht der Fall. Damit ist er angenommen. Einzelplan 15, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 die Grünen. Ist jemand dagegen? AfD, Freie Demokraten. SPD, DIE LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist er angenommen. Einzelplan 17, Allgemeine Finanzverwaltung. Wer ist dafür? Das ist CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, die Freien Demokraten und die AfD. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist er angenommen. Einzelplan 18, staatliche Hochbaumaßnahmen. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, AfD und Freie Demokraten. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Einzelplan angenommen. Nachdem wir jetzt über alle Einzelpläne abgestimmt haben, kommen wir zum Gesetzentwurf. Nach § 17 Absatz 1 der Geschäftsordnung wird ein Gesetzentwurf, der in drei Lesungen zu beraten ist, einem Ausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung überwiesen. Und es ist hier natürlich vorgesehen, den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Vorbereitung der dritten Lesung dem Haushaltsausschuss zurück zu überweisen. Es widerspricht dem niemand. Dann machen wir das so.